Liebe Freunde von Grafenegg, mein Repertoire reicht von Bach bis zur zeitgenössischen Musik, bis zu den lebenden Komponisten. Und doch, Beethoven ist ein zentraler Punkt, nicht nur in meinem Repertoire, vielleicht sogar in meinem Leben. Und von Ludwig van Beethoven gibt es ein Werk, das mich mein ganzes Leben begleitete, die Diabelli-Variation. Ich versuchte ein Remake von dieser Idee, die Diabelli hatte, und beauftragte 11 lebende Komponisten, bedeutende Komponisten der Gegenwart, internationale Komponisten, je eine Variation zu schreiben. Der Kompos in Residenz für 2021, Toshio Hosokawa, kam nach einem Klavierabend in Tokio zu mir ins Künstlerzimmer und überreichte mir seine Variation. Es war eine Variation in C-Moll, die erinnerte mich sofort an Schubert. Hosokawa ist einer der angesehensten Komponisten der Gegenwart. Seine Werke werden von den Wiener Philharmonikern genauso gespielt wie von den Berliner Philharmonikern und vielen, vielen anderen Orchestern. Er ist sehr naturverbunden. All diese Dinge sind natürlich prädestiniert, dass er unser Kompos in Residenz in Grafenegg ist. Ich freue mich wahnsinnig auf ihn. Er ist ein wirklich besonders lieber Mensch, ein großartiger Komponist. Ich bin schon sehr neugierig, was er für uns in Grafenegg komponiert hat und freue mich auf ihn. Vielen Dank.